Matthias Bröckers ist Journalist und Buchautor. Er gehört zur Gründergeneration der taz und arbeitete unter anderem für die Zeit und zahlreiche Radiosender. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Bröckers. Guten Abend. Warum bezeichnen Sie sich als Putin-Versteher und was ist ein Putin-Versteher? Naja, ein Putin-Versteher ist erstmal kein Verehrer. Das Wort Putin-Versteher wurde ja hier so eingeführt vor ein, zwei Jahren schon, als der Konflikt um die Ukraine so langsam hochkochte, mit so einem negativen Unterton quasi als Beschimpfung. Und wir haben das als Untertitel sozusagen als ironische Replik darauf gewählt, um klarzumachen, also es kann ja wohl nicht angehen, dass man nicht mehr verstehen darf, dass man nicht mehr analysieren darf. Das heißt ja nicht, dass man Herrn Putin jetzt verehren muss und alles, was er in Russland tut oder so. Aber wir müssen doch erstmal für unsere Nachbarn, in dem Fall ist Russland ja ein Nachbar, verstehen. Und deshalb haben wir dieses ironische Wort gewählt und deshalb bezeichne ich mich auch als Putin-Versteher, obwohl ich kein Putin-Fan bin. Kann man Putin verstehen und dennoch seine Politik kritisch hinterfragen? Na, auf jeden Fall. Ich finde, es geht sogar nur, das eine geht nicht ohne das andere. Wir haben doch im Moment, und das war der Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben, im Moment eine Situation, wo wirklich uns, dem Publikum, den Zeitungslesern, den Fernsehzuschauern, hier ein Schwarz-Weiß-Film vorgeführt wird, in dem alles, was an Negativen passiert, Herrn Putin angelastet wird. Und die Realität ist aber nun mal kein Schwarz-Weiß-Film. Und wir, der Westen, haben ja auch Interessen. Es wird immer so getan, als ob wir nur Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf der Fahne stehen hätten. Und Putin will nur sein Reich expandieren, ist aggressiv, will Krieg und so. Das entspricht nicht der Realität. Und das war der Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben, um die Perspektive da ein bisschen zu erweitern. Aber kann man nicht auch die Ukraine verstehen, so wie es der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch fordert? Man kann und muss auch die Ukraine natürlich verstehen. Aber wenn man genau schaut, dann sieht man, die Ukraine ist seit ihrer kurzen Existenz, ja erst seit 24 Jahren gibt es die Nation überhaupt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es mal ein paar Monate, in ihrer kurzen Existenz noch überhaupt nicht zusammengewachsen. Da gibt es auch kein nationales Narrativ. Die einen verehren nach wie vor Stalin als Sieger über den Faschismus, die anderen verehren einen Stefan Bandera, der mit Hitler und der SS gekämpft hat. Wie soll da sozusagen ein gemeinsames Nationalgefühl entstehen? Und was man der EU und dem Westen zum Vorwurf machen muss, finde ich, ist, dass sie diesen Riss sozusagen noch weiter auseinandergerissen haben. Ihre Argumente im Buch stimmen aber auffallend mit denen von Putin überein. Wie erklären Sie sich das? Ja, das sind ja nicht nur die Argumente von Putin. Mittlerweile sagen Herr Gorbatschow, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, sogar Henry Kissinger äußern sich mittlerweile oder outen sich als Putin-Versteher in Anführungszeichen. Also das ist ja jetzt hier keine extreme Position. Wir fordern am Ende letztlich nichts anderes als eine Rückkehr zu der Ostpolitik, die Deutschland mal sehr erfolgreich gemacht hat. Da war das Stichwort unter Willy Brandt Wandel durch Annäherung. Auch damals hat man versucht mit der Sowjetunion, obwohl die Systeme sozusagen konträr gegeneinander standen, zu verhandeln. Und ich verstehe nicht, warum das mit Russland jetzt nicht auch möglich sein soll, selbst wenn es Konflikte wie die Krim und solche Dinge natürlich gibt. Was macht aus Ihrer Sicht Putin falsch und wie könnte er beitragen, den Konflikt zu entschärfen?
Ich glaube, Putin hat sich in der Vergangenheit relativ vernünftig verhalten. Also diese Sanktionsschrauben der Wirtschaftssanktionen, die gingen ja von uns aus. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, da ist dieses Flugzeug abgestürzt. Der Absturz und die 300 Toten da, die sind bis heute nicht aufgeklärt oder in irgendeiner Weise ermittelt. Die Schuld wurde aber eindeutig sofort und subito Russland und Putin zugeschoben. Da läuft, finde ich, sehr viel schief, auch in unseren Medien. Wir behaupten dort laufend Sachen, die so dann überhaupt nicht real passiert sind. Es ist immer noch unklar, wer ist verantwortlich für diesen Absturz. Die Wirtschaftssanktionen, die haben wir denn aber daraufhin sozusagen beschlossen. Und diese Schraube wird weitergedreht und das halte ich für einen falschen Weg. Herr Bröckers, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Guten Abend.